Hallo meine Lieben. So, jetzt sehen wir uns schneller als gedacht. Ich kam gerade nach Hause und dann stand ein Rossmann-Päckchen vor meiner Haustür. Ich habe nachträglich noch die Special X-Mas-Box für die Blogger bekommen, die im Bloggerverteiler registriert sind bei Rossmann. Und vielleicht habt ihr schon viele andere Videos gesehen. Trotz alledem würde ich euch ganz gerne mal den Inhalt vorstellen, welchen ich in der Box vorgefunden habe. Ich habe schon gespiegelt und war zufrieden, denn auch für meinen Freund ist diesmal was dabei. Der hat sich natürlich auch gefreut. So, über das Produkt, über das wir uns am meisten freuen, ist das hier. W-Leder. Man Aktivduschgel. Unglaublich teuer, so eine Originalgröße. Dementsprechend klasse. Wir hatten damals von Weleda schon eine kleine Probe bekommen gehabt. Die hatte ich angefordert auf weleda.de. Und meinem Freund hat die ganz gut gefallen. Dementsprechend freuen wir uns jetzt umso mehr, dass uns Rossmann so eine Originalgröße hat zukommen lassen. Und genau. So, was ich noch zwischendrin sagen wollte, ist, was mich ein bisschen ärgert. Also ich weiß ja nicht, wie die DHL mit dem Päckchen umgeht, aber mein Freund hat gesagt, das Päckchen, das kam hier echt ziemlich verratzt an. Und ich kenne eigentlich die Rossmann-Boxen als ziemlich qualitativ. Und hier seht ihr unter dem anderen auch, ich weiß nicht, ob man das erkennt, sieht ziemlich mitgenommen aus. Unter anderem war auch hier dieses tolle Pantene Pro V-Öl, über das ich mich auch sehr freue, schon leicht ausgelaufen, wie ihr sehen könnt. Hatte schon ein bisschen an Fülligkeit verloren. Es ist auch ein bisschen ölig alles gewesen. Ist jetzt nicht stark, aber trotzdem, man hat wirklich gemerkt, dass dieses Paket sehr gut behandelt worden ist. Zum Öl. Also, ich bin gespannt auf dieses Öl, muss ich ehrlich sagen, weil Pantene Pro V habe ich bisher nur gute Erfahrungen mitgemacht. Und das werde ich sehr gerne testen, ne? Und freue mich auch, dass dieses gute, schöne Produkt hier drin ist. So, dann wieder was für meinen Freund. Ein Augengel Roll-on Q10 von Isana Rossmann Eigenmarke. Ist mit Koffein, hat ein kleines Metallbällchen, wie auch hier oben zu erkennen ist. Und soll gegen Augenringe helfen und dass die Augen aktiver und nicht so müde aussehen. So, eine Neutrogena-Handcreme. Ich liebe Neutrogena. Neutrogena vertrage ich sehr, 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 sehr gut. Und diese Handcreme wollte ich mir tatsächlich schon mal anschaffen, habe es bisher aber noch nicht getan. Deswegen freue ich mich jetzt umso mehr, dass ich sie habe, denn ich mag auch ihren Geruch. Ist nicht so aufdringlich. Ich mag es aber total. So. Auch hier an der Zahnpasta sieht man total, dass das Paket extrem rumgeschleudert worden ist. Also. Wieder eine Zahncreme. Ich glaube, ich ertrink langsam in Zahncreme. Colgate Whitening Total. Ja, zum Thema Zahnpasta. Ich glaube, ich habe schon da 5000er was zugesagt. Kann man immer gebrauchen. Ich bunkere es jetzt einfach. Oder es kommt mit in meine Wanderbox. Oder mal gucken, ne? So. Hier, juhu, wieder ein Sebamed-Produkt. Wie ich gestern schon mitgeteilt hatte, oder was vorgestern? Da war ja diese tolle Handcreme mit dabei. Die hatte ich übrigens jetzt schon ausprobiert gehabt. Da drehe ich euch dann noch ein Video zu. Die hat echt extrem gerochen, aber eigentlich nicht schlecht. Recht blumig, muss ich sagen. Und jetzt habe ich hier die passende Bodymilk dazu. Die werde ich auch demnächst mal testen. Und mal gucken, was die so kann, ne? Also ich meine, mit Sebamed habe ich bisher nur gute Erfahrungen gemacht. Und da freue ich mich natürlich auch, dass wieder da was davon mit dabei ist. Zum Geruch. Ja, riecht extrem neutral, aber es hat auch einen pH-Wert von 5,5. Dementsprechend wundert mich das nicht. So. Ein Deo von Rexona. Das kennen bestimmt einige von euch. Rossmann hat jetzt erst letzte Woche wieder Deos verlost in seinem Produkttest. Und da hatte ich auch Glück. Ich habe mir mein Deo vorhin gestern das abgeholt gehabt. Und dementsprechend wird dieses Deo eindeutig in meine Wanderbox wandern. Und aber ich habe Erfahrungen damit gemacht. Ich habe es mir auch schon gekauft. Das Deo ist sehr gut. Es hält den Schweiß weg. Es riecht gut. Es riecht frisch. Es ist angenehm. Ist nicht aufdringlich. Färbt nicht ab. Also
Kann ich nur weiterempfehlen. Es ist auch. Ist es aluminiumfrei? Weiß ich gar nicht. Ich glaube aber nicht. Ich glaube, Rexona gehört noch zu den Marken, die Aluminium verwenden. Aber ich weiß nicht. Was haltet ihr eigentlich von Aluminium? Das könnt ihr mir gerade mal drunter posten. Und dann zum nächsten Produkt, was hier drin ist. Ein Gesichtspeeling-Pad. Finde ich total klasse. Ich kann euch mal gerade mal vorlesen, was hier draufsteht. Der Profi-Tipp: Feuchten Sie hierfür Ihr Gesicht leicht an und fahren Sie mit dem Pad in kreisenden Bewegungen sanft über die Haut. Ein optimales Ergebnis kann in Kombination mit einem Reinigungsprodukt erzielt werden. Finde ich richtig gut. Ich habe das bei den anderen schon gesehen, als die ihre Box bekommen haben im Dezember und wollte mir das auch mal anlegen. Und jetzt bin ich natürlich richtig glücklich, dass ich das jetzt habe. Und das wird, denke ich, heute Abend dann mal zum Test kommen. Dann gucke ich mal, dass ich so nach dem Abschminken das so ein bisschen nochmal mit rüber gehe, weil da ist so viel Make-up wie immer auf unserer Haut hängen bleibt. Da ist doppelte Pflege sehr gut. So. Von TTCept. Sinnesalze Zeit für dich. Also, ich rieche jetzt nicht so mega viel. Nee, also soll. Nach was sollten das riechen? Hibiskusblüten und weißen Tee. Ja. Belebt Körper, Geist und Seele. Ich habe keine Badewanne. Das wird ebenfalls in meine Wanderbox wandern. So, und das letzte Produkt, was hier in drin enthalten ist, die Lash Princess Mascara von Essence. Einige werden sie schon kennen. Die war auch in einer der Rossmann-Boxen mit dabei. Ich zeige euch gerade mal die Bürste. Ja, ich hoffe, ihr könnt das erkennen. Ich habe die Mascara auch schon ausprobiert. Die ist gar nicht so schlecht. Ich habe bisher geteilte Erfahrungen mit Essence-Mascaras gemacht. Diese hier fällt in den Mittel- bis Gut-Bereich rein. Und da ich diese schon besitze, wird auch diese Mascara in meine Wanderbox wandern. So, so viel zum Thema von dieser schönen X-Max-Box von Rossmann. Ich finde sie super. Also Rossmann hat mir mit dieser Box eine Riesenfreude gemacht. Ich fand es unglaublich toll, dass sie mir noch die Box hat zukommen lassen, denn bis vor kurzem wusste ich nicht, dass es den Rossmann-Blogger-Verteiler gibt und hatte deswegen recht spät angefragt gehabt. Und trotz alledem, obwohl ich sehr spät reingekommen bin in diesen Blogger-Verteiler, hat man mir tatsächlich noch eine Box zukommen lassen. An dieser Stelle ein riesengroßes Dankeschön an das Rossmann-Team, dass ich trotz alledem noch eine Box bekommen habe und jetzt darüber berichten konnte. Und ja, für die Februar-Rossmann Schön für mich Box hatte ich auch wieder Glück. Da werde ich euch natürlich dann auch wieder ein Video reinstellen. Und in den nächsten Tagen müsste meine Hirschl-Box ankommen. Das war die, beziehungsweise die Hirschl-Wundertüte. Da werde ich euch natürlich auch ein Unboxing zu drehen und euch über die Produkte berichten. So, dann bedanke ich mich natürlich, dass ihr wieder mit zugeschaut habt. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Vielleicht habt ihr das ein oder andere Produkt gesehen, oh, wo ihr sagt, hey, das hat mich interessiert, das hätte ich auch gerne. Wie gesagt, folgt mir doch auf meiner Facebook-Seite, Svenny und Dani testen auf Facebook. Gebt mir doch ein Like. Mal dieses Video findet ihr auch auf unserer Facebook-Seite. Und ich bedanke mich, wie gesagt, und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend. Tschüss!